Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 19 von dahinter Kaifek, dem Kartoffelhof im Maisstress. Nach wie vor. Also wir haben ja noch die beiden Schläge dazu zu häckseln. Ich habe jetzt hier den ersten Anhänger ja mitgebracht. Damit haben wir ja beim letzten Mal, wo ihr dabei wart, habt ihr ja gesehen, da war ich auf dem Weg zum Silo. Da fahren wir jetzt auch weiterhin. Und schmeißen wir das mal rein. Und dann schauen wir mal, dass wir den Rest runterkriegen heute. Wäre schön, wenn wir den Mais so weit runterkriegen. Dann könnte man sich morgen quasi um den Rest kümmern. Um Soja, um das eine Maisfeld. Und was da noch alles ansteht. Aber wichtig wäre halt erstmal... Ah, passt noch. Wichtig wäre halt jetzt erstmal, dass der Häckselmeister reinkommt. Weil wir ja eigentlich noch Gras mähen müssen. Und Gras noch häckseln müssen. Patrick aber auch schon gesagt hat, dass wir durchaus ihm Bescheid sagen können, wenn es darum geht, Häckselanhänger und Häckselgut. Häckselgut fahre ich gerade. Sodass wir dann quasi unser Grünland auch noch häckseln können. Und wir Grassilage auch noch hier ins andere Silo kriegen. Hey. Dass wir beide Sorten an Silage haben. Dann haben wir zwar noch nicht alles. Ne, GPS zum Beispiel fehlt noch, aber wir haben auch keine weiteren Silos. Doch, wir haben noch eins für CCM. Für Maismehl. Allerdings wollte ich eigentlich den Mais, den wir haben, benutzen, um das Ganze ins in die Doritos-Fabrik zu bringen. Also dafür war jetzt eigentlich der Mais auch noch nicht so vorgesehen. Wir müssen mal gucken. Also ich glaube, nächste Season werden wir mal ein bisschen was anderes ausbringen. So. Fangen wir am besten mal hier ganz hinten in der Ecke an. Ja, das ist zu nah an der Ecke. Wollen wir hier auch nicht das Fahrzeug zerstören. So. Gut. Passt. Kippen wir das hier mal rein. Müssen das natürlich dann noch verdichten. Da müssen wir gucken, da fahren wir nachher nochmal mit dem MB drüber. So. Passt. Also, sollte zumindest passen. Schauen wir gleich mal. Mehr sind daraus zu fahren, andersrum komme ich nicht. Mal ganz kurz gucken, wie sich das jetzt aufgeteilt hat hier. Na, hätten wir ein Stückchen weiter hinten anfangen können. Boah, ist das ein Sauwetter heute. So. Egal. Es passt auf jeden Fall. Also, ich denke mal, wir werden vielleicht, ja, was werden wir zusammenkriegen? Ich denke mal, noch nicht mal die Hälfte am Silo werden wir mit dem Mais vollkriegen. Gras sieht da schon wieder ein bisschen anders aus, weil da haben wir noch die Möglichkeit, dass... Wir haben ja, ich weiß gar nicht, was haben wir denn an Grasschlägen? Ich muss gerade mal kurz hier rechnen. Wir haben die eine Wiese, die 5, da kommen wir gleich dran vorbei. Wir haben die 6, die 7 und die 10, die wir bewirtschaften können. Wobei die 6 ja unser Frischgraslieferant ist, da fahren wir ja immer rüber. Holen das Frischgras für die Kühe, fahren das in den Stall. Und also die ist bedingt häckselbar. Weil natürlich Frischgras jetzt im Winter sowieso wegfällt. Aber ich glaube, wir müssen zum nächsten Jahr tatsächlich noch ein Silo uns bauen. Oder jetzt über Winter vielleicht oder Frühling irgendwie. Sodass wir auch mit der GPS arbeiten können. Dann machen wir nämlich mal irgendwie, pflanzen wir Roggen an. Auf einem Schlag und machen aus dem Roggen dann GPS. Mal gucken. Weil aktuell haben wir dann nur Gras und Mais-Silage und eigentlich fehlt der Grünschnitt von den Grünpflanzen. GPS übrigens, nicht GPS. Ne? Nicht, dass ihr jetzt hier denkt, nicht Global Position System, sondern ganz Pflanzensilage. So. Da haben wir nochmal nachgefragt wegen dem Grubber für die Gülle. Also wir haben tatsächlich einen bestellt und laut dem Meier soll das Ganze auch wohl schon bei ihm sein. Er würde wohl noch eine Endkontrolle machen und dann kann man das wohl irgendwie abholen. Das heißt, wir können durchaus
jetzt die Felder gleich grubbern und theoretisch dann gleich die Aussaat hinterherjagen. Oder beziehungsweise das Ganze im Frühjahr. Ich denke mal, wir werden eher im Frühjahr an die Gülle gehen und an die Feldvorbereitung. Weil erstens mal haben wir genug Grünflächen. Also wir brauchen jetzt nicht noch irgendwie Gras pflanzen, was wir dann über den Winter, nach dem Winter im Frühling erstmal ernten und dann Mais anpflanzen, sondern wir können eigentlich gleich durchstarten mit der Aussaat. Das heißt, Frühling gleich ganz früh anfangen, die Felder vorbereiten und einen Tag später dann aussehen oder vielleicht an dem Tag noch aussehen. Müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich erstmal gucken. Der steht da natürlich ziemlich bescheiden, ne? Gucken, dass ich da reinkomme. Warte, Hexel! Okay, passt. Du fährst jetzt rum? Ja. Weiß gar nicht, was hat er mir gesagt gehabt? Fährt er jetzt zweimal? Ich glaube, Patrick wollte zweimal rumfahren und dann rauf runter. Er sagte, das reicht. Bin mal gespannt. Oh, wir können beim nächsten Mal am Hof mal den MB-Truck tanken. Ich glaube mal, so eine kleine Dieseleinlage wäre für den gar nicht mal so unförderlich. Ja, bin schon da. Kommst du da ran? Nee, natürlich nicht. So. So, aber kommst du ran, ne? Ja, vielleicht sind wir so sogar einen Ticken zu schnell. Na, so ist besser. Kommt aber doch einiges an Mais zusammen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so viel an Ertrag hier runterkriegen von den Schlägen. Also wir haben jetzt gerade mal, das ist jetzt die zweite Bahn, die wir fahren. Und den Anhänger haben wir schon wieder halb voll. Doch, lohnt sich auf jeden Fall. Hier pflanzen wir natürlich nächstes Jahr keinen Mais drauf. Ne? Also wir werden jetzt hier wahrscheinlich die Felder jetzt ja, vielleicht Raps oder Soja oder sowas ansehen und werden den Mais auf anderen Schlägen ausbringen. Was uns sehr positiv gestimmt hat, war die Tatsache, dass wir hier sehr viel Weizen und Roggen geerntet haben. Also die Lager sind voll, sprich jetzt über Winter der Transport zur Mühle zur Mühle und Milchproduktion, ne? Passt. Zur Mühle und Mehlproduktion steht eigentlich nichts im Weg. Und Kartoffeln, ja gut, da müssen wir gucken, was da runterkommt, weil das ist ja auch noch eine Sache, die wir jetzt am nächsten Tag ernten müssen. Da müssten wir anfangen mit den Kartoffeln. Das wird sich auf jeden Fall noch hinziehen. Also der nächste Tag, sobald der Boden jetzt über Nacht hier ein bisschen angetrocknet ist, denke ich mal, werden wir losgehen und müssen und gleich ab in die Ernte. Ja, ansonsten kriegen wir das nicht alles rein. Ich glaube nicht, das wird sonst nichts. Und es wäre schade, wenn ich die Früchte meiner Aussaat nicht ernten könnte, sondern im Boden lassen müsste. So, den Schlag daneben haben wir auch noch. Also, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal uns mit Mais beschäftigen müssen. So, jetzt bin ich auch gleich voll. Zack, der musste warten. Das war doch jetzt ja nicht ganz, doch einmal rum, ne? Ich meine, klar, jetzt werden die Bahnen kürzer. Ja, doch, bin positiv von der Menge überrascht, die wir da runterkriegen. Sollten wir mal Überschuss an Silage haben, die wir noch irgendwie loswerden müssen, haben wir zum Glück den Vorteil der Biogasanlage. Da können wir natürlich auch gut arbeiten, wobei da eher die Grünpflanzen bevorzugt werden natürlich. So. Zumindest hier bei uns.
Wobei, ich schaffe noch eine Fahrt ohne tanken. Wobei, ich stehe eh beim Silo, bei der Tankstelle, ne? Da kann ich auch mal kurz. Ganz kurz. Während der Hexe lernte. So. Läuft. Mit ein bisschen kleinen Frosch im Hals. Nicht wundern. Jetzt haben wir es 7:30. Ich schätze mal, dass wir so bis um. Also wenn sich der Häcksler jetzt nicht noch festfahren sollte, dann sind wir wahrscheinlich so bis um 9. Bis um 9, 10 Uhr durch. Also irgendwann um 21, 22 Uhr werden wir wohl durch sein. Mit dem Häckseln. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt irgendwie. Also der Wetterbericht sagt, es soll innerhalb der nächsten paar Stunden aufhören zu regnen. Also sprich 2-3 Stunden, so irgendwie um den Dreh haben die gesagt, soll es aufhören. Und dann soll es trocken bleiben. Ich meine, klar, der Boden 11 Grad nur noch und 12 Grad Luft ist jetzt nicht so warm, dass das schnell abtrocknet. Aber ich hoffe, dass wir zumindest, dass es zumindest so weit trocken wird, dass wir vielleicht die Kartoffeln schon mal runterkriegen. Weil um den Rest, um das Soja, da ist nicht so viel. Und das eine Maisfeld ist jetzt auch nicht so viel. Also die Kartoffeln wäre tatsächlich etwas, wo es gut wäre, wenn die runterkämen. Weil wir da sonst das Problem haben, ne, dass wir da einfach zu viel Zeit verlieren. Wenn wir da jetzt zu lange warten. So. Okay. Hoppala. Der war nicht so gut. Gucken wir mal ein Stückchen weiter nach hinten hier. So sollte das doch eigentlich. Ja, vielleicht sogar noch ein Stück. Weil ich möchte das nicht alles hinten liegen. Beim letzten Mal habe ich den Fehler gemacht, da habe ich alles im Silo von hinten angekippt. Und bei der Menge, die wir nur haben, war dann das Problem sehr schnell erreicht, dass wir ja mehr oder weniger hinten einen riesen Haufen hatten. Und der Rest vom Silo war leer. Das heißt, du musst es hinten extrem gucken, dass du dann mit dem Schlepper raufkommst. Und vorne hast du gar nichts gehabt. Deswegen, ich möchte jetzt so ein bisschen das Ganze relativ glatt ziehen. Natürlich nicht so weit nach vorn. So viel haben wir nicht. Aber dass wir dann flach und dafür vielleicht ein bisschen länger haben, als hinten einen riesen Haufen und vorne gar nichts. So ist eigentlich mehr so der Plan des Befüllens des Silos. Schauen wir mal. Sollte eigentlich gut klappen. Ich bin zumindest zuversichtlich. So. Die Wege zu unseren Maisschlägen sind natürlich heute extrem. Ne? Also, das ist einmal quasi das äußerste Ende unserer Felder, auf denen wir Mais angesät haben. War vielleicht letztes Jahr nicht unbedingt die beste Entscheidung. Also, aus jetziger Sicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich die gute Wahl, weil die Felder hatten vorher Raps. Da war dann ganz gut, wenn wir da einmal Mais zwischenhauen. Aber zum Fahren ist das natürlich jetzt mehr als blöd, weil wir eigentlich einmal quer durch den kompletten Hinterkaifeck-Ort hier müssen, mit allen drumherum. So. Jetzt muss ich auch gerne mal gucken, weil der steht eigentlich wieder unten, ne? Ja, aber diesmal haben wir ja vom Feld ein Stück. Ja, nee, das passt. Diesmal kann ich. Ja, sollte gehen.
So. Dann fährt er jetzt. Ich hoffe mal, das ist, dass er jetzt noch. Da fährt er jetzt gleich nochmal. Ja, hier müsste er jetzt anfangen, rauf runter zu fahren. Ich muss kurz überlegen, was er gesagt hat. Ich habe vorhin euch gesagt gehabt, dass er gesagt hat, er fährt zweimal rum. Aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Seiten habe ich auf, ne? Ja. So. Ja, das passt. Wir können von hier. Sollten wir eigentlich neben ihn kommen, dass er weiter häckseln kann. Ja, zur Not fahren wir ein Stückchen zurück. Das passt schon. So. Gott, ganz. Bin soweit. So, fährt er nochmal rum? Hat er nicht gesagt gehabt, er will nur zweimal rum? Zu weit weg. Ja, Moment, lass mich nur hinstellen. So, okay, passt. Was macht er jetzt? Du weißt schon, dass hier nichts mehr ist. Ah, okay. Nee, sag ich doch. Dann war das hier. Ja, stimmt. Ja, doch, flott auf dem Acker unterwegs, ne? Dafür, dass der Boden ja doch ein bisschen nass ist. So, was denkst du jetzt? Du fährst. Ja. Blöd, mit dem Nachbarsacker ein bisschen verschätzt. Ich wollte hier nicht auf in die Bestände des Nachbarn fahren. Da habe ich eigentlich gedacht, der Bogen reicht. Dem war nicht so. So müsste es aber lang, dass du da rankommst, ne? Ja. Perfekt. Gucken wir jetzt mal. Jetzt fahren wir runter, dann rauf. Und dann passt das. Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Es ist doch immer mehr, als man denkt auf diesen kleinen Schlägen. Ne? Man denkt immer so, ah ja, komm, da machen wir mal ganz kurz, ne? Ah, ein bisschen Mais drauf. Jetzt haben wir gleich schon 2,5 Wagen voll. Haben noch einen Acker danach. Oh, wird lustig. Aber Hauptsache, der Mais ist drin. Der kann silieren. Wir haben über Winter Futter für die Kühe. Und für ein Frühjahr vielleicht noch Mais-Silage, das passt dann schon. So, ich dreh mal. Du drehst jetzt direkt auf die Nachbarsspur. Da warte ich mal kurz, dass du. Ich blockiere dich, oder? Wo auch immer du hin willst. Achso, willst du. Ah, okay. War ich zu nah dran. Gut, liebe Lüt, ich würde sagen, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.